Mein Name ist Erik Windorf und ich möchte Ihnen heute ein schönes, leckeres Dessert zeigen. Ein Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern an Tonkabohnen-Parfait. Als erstes beginne ich mit dem Parfait. Dazu trenne ich die Eier. Für das Parfait benutze ich ausschließlich das Eigelb. Als nächstes reibe ich die Tonkabohnen. Das kann man ähnlich verwenden wie die Vanille. Kommt aus Mexiko, heißt auch mexikanische Vanille und ist quasi der Kern von der Tonka-Frucht. Jetzt koche ich die geriebene Tonkabohne mit der Milch und einer kleinen Prise Salz auf und schlage parallel dazu das Eigelb mit dem Zucker schaumig. Darauf zu achten, dass das Wasserbad nicht zu heiß wird, sonst fängt das Eigelb an zu stocken und bildet dann in dem Parfait kleine Klümpchen. Das wird dann mehr oder weniger so ein Rührei. Die Konsistenz von dem Ei verändert sich leicht, es wird heller, cremiger und der Zucker löst sich komplett auf. Wenn sich der Zucker aufgelöst hat, dann ist die Eimasse fertig soweit und wird dann im Eiswasser nochmal einmal kalt geschlagen. Das hat den Vorteil, dass das, wenn das Ei kalt ist und man die Sahne unterhebt, dass die Sahne nicht wieder flüssig wird. Die aufgekochte Milch sollte auch schön kalt sein, sonst haben wir dasselbe Problem wie mit den Eiern, dass die Sahne wieder flüssig wird. Für unser Törtchen bereiten wir dabei jetzt schon mal die Schokolade vor. Die wird zusammen mit der Butter auch wieder in einem Wasserbad geschmolzen. Zu beachten ist eigentlich nur, dass die Schokolade auch nicht zu heiß wird, sonst fängt sie an grisselig zu werden. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen. Als nächstes müssten wir die Eier trennen für den Schokoladenkuchen. Brauchen wir wieder nur das Eigelb und ein Drittel der Schokoladenmasse geben wir dann zu dem Eigelb dazu. Also die Rezeptur ist für 10 Personen gedacht. Als nächstes mische ich das Eigelb mit dem Zucker und gebe dann ca. ein Drittel der Schokoladenmasse zu dem Ei dazu. Das Ei zieht jetzt ein bisschen an durch die erhöhte Temperatur der Schokolade. Es wird ein bisschen fester, die Masse. Und dann kann ich den Rest dazugeben. Das ist dafür da, dass das Eigelb nicht gleich gerinnt, wenn ich die warme Schokolade oder zu viel warme Schokolade dazugebe. Als nächstes gebe ich das Mehl zu der Schokolade. Als nächstes buttern wir unsere Förmchen aus für den Schokoladenkuchen. Dann wird die Masse nur noch hineingefüllt, ein Stück Schokolade mit in den Kern gegeben und für ca. 10 Minuten bei 180 Grad im Ofen gebacken. Die Butter und das Mehl ist dafür da, dass das Törtchen dann schön aus der Form sich herauslösen lässt. Man kann es aber auch drin lassen in der Form. Und die Schokolade ist dafür da, dass der Kern schön flüssig bleibt. Man kann die auch durch ein Stück Nougat ersetzen oder Vollmilchschokolade, je nach Geschmack. Als nächstes schlage ich die Sahne für das Parfait. Als nächstes vermische ich das Eigelb zunächst mit der Milch und hebe dann die Sahne unter. Die Sahne sollte vorsichtig untergehoben werden, sonst verliert sie auch ihre Konsistenz und wird wieder flüssig. Das Parfait sollte für mindestens 4 Stunden im Tiefkühlfach bleiben, damit es schön durchgefroren ist. Als Form für das Parfait kann eine beliebige Kuchenform genutzt werden oder Kastenform. Das Parfait kommt jetzt für 4 Stunden in den Kühlschrank und kann dann je nach Größe aufgeschnitten werden. Wenn das Parfait gefroren ist, lässt es sich ganz einfach aus der Form rausnehmen und kann dann portionsweise geschnitten werden. Den Teller garniere ich nur mit etwas Schokolade, Minze, ein paar Beeren, Rosenblättern und dann fehlt eigentlich nur noch das Schokoladentörtchen. Das Törtchen vorsichtig aus der Form nehmen, best mit einem kleinen Messer oder einer Palette. Und das ist unser Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de